schon angerannt. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber der Kopf ist gleich ab. Ja, so strömen sie herein auf den Innenhof hier in Greifenstein. Es sollten Winterreifen sein, denn Petrus steigt ordentlich ein. Obwohl die Sonne schon scheint, er hat es mit uns gut gemeint. Der Regen, es waren nur Freudentränen, weil es ja jetzt heißt, am Strom 2011, kurz vor der Eröffnung, wo sind eure Endorphine? Kann man sie schon hören? Zwei Endorphine habe ich gehört. Yeah! Und schon bin ich nicht mehr allein. Da kommt der dritte Mann, er hat auch Endorphine. Er ist gekleidet wie eine heiße Biene. Nicht in schwarz und gelb, sondern in weiß und blau. Darauf steht die junge Frau. Aber die Damen lassen auch auf sich warten. Dabei sind wir doch hier im Garten Eden. Im Garten Eden des Hip-Hops. Da muss man gar kein Unkraut jäten, denn auf dem Beton, da ist kein Matsch, deswegen könnt ihr immer hier schön Quatsch machen. Oder ordentlich am Hotten, exakt, es wird Zeit, hier ordentlich am zu rocken, also. Wo ist das Publikum für die erste Band heute Nacht? Denn die Nacht fängt an, nicht um 19:30, sondern um 17 Uhr. Es kommt eine Chaospartie, sie wohnen alle wohl eher in Wien. Der DJ ist ein fleißiger Renner und er hat Platten dabei, das ist der Brenner. Dennoch hat er einen Laptop. Ich frag mich, warum schleppt man so einen Schrott? Es gibt doch Vinyl, hart gepresst, das ist immer gut eingemessen. Drum lassen wir uns nicht stressen, wir wollen ja auch die Crew nicht vergessen. Er wird hart fotografiert, ich hoffe, dass meine Haare parieren. Ja, 3:17 Uhr, die Frisur sitzt und ich eröffne ganz gewitzt. Ich hoffe, die Crew ist schon da, aber ich frage euch nochmal, seid ihr ready? Oh ja! Sie ist die lauteste, exakt, die Braut, die sich trauteste. Nein, die Braut, die sich traute und ordentlich ein lautes raushaute. Exakt, sie ist gut in Form. Es gibt schon einen Fanblock. Wir wollen noch weitere Menschen hier für den Fanblock. Es ist aber ein Beat aus Wien, oder? Okay? Es ist kein Beat aus Wien? Kanye West? Kanye West ist fast wie Asbest. Denn er zerstört jeden Soundtest, Plattentest. Man nennt es auch Soundcheck. Ich sag dir, nimm diesen Kanye West Bounce weg. Darauf kann doch keiner flowen, obwohl ich glaube, es funktioniert fast schon. Ich möchte, dass hier mehr Menschen wohnen, denn alles, was ich sehe, ist ein bisschen Fleisch, viel Beton. Da muss mehr Menschen, exakt, wo sind all diese Menschen? Sie hängen in Wien ab, wo es regnet, statt in Greifenstein, wo man sich begegnet. Jetzt dreht den Beat weg. Naja, egal, ich lass seit Jahren das Weed weg. Sag mal an, ist hier schon langsam Zeit, weil es ist ja immer Zeit, dass ihr auch mal schreit. 3 Minuten hab ich noch hier, obwohl meine Uhr geht 2 Minuten vor. Also sind es 5. Eine Handvoll, rechnet nach, ja, es stimmt. Ich bin kein Mathematiker, aber ich benutze Worte gerne. Drum sende ich meine Stimme in die Ferne, auf dass ihr mich hört. Draußen auf dem Parkplatz, macht das Radio aus. Kommt her und spendet Applaus. Denn hier soll es doch jetzt losgehen. Die Leute kommen hierher und wollen die Flows sehen. Flows kann man leider nicht sehen, man kann sie hören. Obwohl man kann sie besser fühlen, sonst stören. Die Worte, wenn sie nicht gut gesetzt sind. Das heißt, das ist jetzt zerfetzt für dieses Kind. Dieses Kind heißt Hip-Hop. Und ihr wollt es rocken, poppen, nonstop. Ja, kommt euch noch einen Schritt näher. Da ist es auch nicht so laut hier in der Mitte. Dieses Soundsystem, es ist sehr gut. Es macht für das Wochenende gut. Rooftop-Click! Da können wir loslegen. Na, da kommen sie. Also auch ihr, ja, ihr Schüchternen, es ist noch nachmittags, ihr Nüchternen. Kommt ruhig ran an die Absperrung. Was soll das denn eigentlich? Sind heute Popstars hier, wofür dieser Zaun? Ich check es nicht, ich ahne es kaum. Er hat die Hände verstaut, aber er hat sich eben kurz für eine Pose getraut. Ihr habt draußen vielleicht schon gesehen, da kann man sehr gute Posen geben. Mit dem Poserzelt wird gepostet und ich bin Flow the Most, euer Host. Die Band Ho! Gib mir ein Ho! Gib mir ein Hip-Hop! Gib mir ein Hip-Hop!
nämlich eine Liebe, die hier zelebriert wird. Von der Dame habe ich hier ganz verwirrt meine 5 Minuten direkt dezimiert. Es wäre schlecht, wenn ich mich gleich am Anfang blamier. Nein, bei mir ist 16:59 plus die 2 Minuten. Das heißt, 50 habe ich immer noch 3 Minuten zu überbrücken. Aber bitte Menschen, kommt ran und füllt die Lücken. Das ist doch kein Bild für die Kopf an Kopf ab. Mit der Gehütter mehr dazu. Dann brauchen wir all die Österreicher oder sind noch welche angereist von weiter weg. Wer kommt zum Beispiel aus Frankfurt oder Main? Frankfurt, Main, ja, da ist der Weg kurz nach Greifenstein. Obwohl es werden schon 7 Stunden sein. Ich hoffe, die Fahrt, sie war für euch fein. Mit wie vielen Leuten seid ihr da? Einer? Auch klar. Wir kamen zu zweit, ihr habt noch 3 Plätze. Was ist los? Wo sind die anderen Gäste? Naja, wir haben 2 Frankfurt-Miner. Aber der Einzugsbereich ist kleiner, wenn man an die Super City dann denkt. Wer ist der, der Wien seine Heimat schenkt? Da sind schon ein paar mehr. Wer kommt denn noch von etwas weiter her? Wo sind die Innsbrucker? Hip-Hopper? Das war ein Flop, ja. Naja, vielleicht sind Salzburger da. Die machen mir mal kurz ins Handy klar. Ich seh sie, die beiden mit den Kappen. Schicke Brille, Alter, kannst du rappen? Das ist so Hudson-Style, das ist so Leo. Nein, das ist fast alt wie Leo Geo. Drum kündige ich sie an, da ist der DJ schon wieder an der Plattenbank. Ich sage, Kopf an, Kopf ab. Lieber Arm dran als Arm ab. Aber naja, es ist ein Kopf an Kopf-Rennen gewesen. Denn diese Wesen, die hier gleich erscheinen, sie mussten um die Wette reimen und ihre Chance beim Contest war nicht klein. Denn sie haben gewonnen mit einem Song. Vielleicht war es auch eine Show sehr strong. Und sie haben einen aufgereimt. Der DJ meinte, es wäre eine Chaosparty schlecht getimt, weil einer gerade nicht erscheinen kann. Er ist in Argentinien ganz weit weg, Mann. Aber in Argentinien gibt's viel Beef. Aber hier nicht, nein, hier gibt's kein Beef. Obwohl ich hoffe, ihr fangt bald an zu muffen. Denn die Kiffer, die sind hinten am Buffen. Aber ihr sollt euch sehr viel bewegen. Denn dann riecht ihr wie die Kollegen, die heute schon geschwitzt haben hier beim Aufbau. Also seid mal nicht so lau, sondern seid eher lau mit einem Tee. Ich hoffe, dass ihr mich hier auch versteht. Also tut das, was ich gerade ankündigte, was jetzt in eurem Lärm hier mündete. Wo ist am Strom, am Strom, am Strom? Sag mal, wo ist am Strom? Sag mal, wo ist am Strom? Okay. Sag mal, zeitmäßig habe ich jetzt aber hier Punktlandung, oder? Werdung und Brandung. Ja, ich habe es gecheckt. Es ist Zeit, dass mein Rap jetzt abhebt. Aber sobald ich hier still bin, ist es wichtig, dass ihr laut seid. Denn ihr seid das Publikum und ihr seid laut mit einem Brautkleid, damit die Leute hier ins Aufkommen können. Es ist ein Kopf an Kopf ab Crew. Und ich hoffe, ihr seid laut, denn ich zieh mich zurück wie ein scheues Gnu. DJ Automatic in the Mix Room, the most the host. Ich erkläre das Festival Armstrong 2011 für offiziell eröffnet.